So kommt's am Ende. Nee. Doch. Muss. Tackle ist einfach zu schwach, dann nehme ich lieber einen Biss. Ram! Und Krypto-Knall. Macht natürlich im Kontramodus immer einiges mehr Schaden. Zubat. Nein, Zubat wird nie Krypto sein. Hirtner. Hirtner. Bringt dir nichts. Wir greifen speziell an. Ich weiß nicht, wie Krypto-Attacken sind, ob die physisch und speziell oder gar nichts sind. Keine Ahnung. Oder individuell. Noch ein Biss und ein Krypto-Knall, so sollte es reichen. Ham! Das war Slimer. Und mit dem Krypto-Knall war es auch mit Zubat. Zubat! Die schönen Erfahrungspunkte gehen alle verloren, hat die Ursache. Ich sollte, glaube ich, jetzt erstmal mit Sofos brechen, weil die anderen Kämpfe wären in der Verschwendung. Ich wollte mir das Sanktuarium ansehen, aber dann lass mich, aber man lässt mich nicht da rein. Ja, genau. Du musst erstmal das Veto von Sofos bekommen. Wenn wir jetzt nochmal einen Kampf angefragt werden, lehne ich ab. Und merke mir den. So. Das ist der Eingang zum Heiligen Wald. Dort befindet sich das Sanktuarium. Aber heute ist es ein besonderer Tag. Wir werden Sonderkämpfe... Okay. Ich kann dich nicht durchlassen. Sonderkämpfe. Na gut, da geht auch wieder viel Erfahrung verloren. Die Dorfbewohner sind ziemlich... Naja, Profis. Mein großer Bruder kam auch deswegen. Jetzt. Nein. Einmal jetzt nicht. Ich will so wenig Kämpfe wie möglich jetzt versauen. Einfach nur dadurch, dass wir jetzt Teddy Ursa noch nicht... geheilt, also erlöst haben. Auf gleiche Level kriege ich die bis zum Ende des Spiels nicht mehr. Das heißt, ich mache mal eine kleine Zwischentrainingspause einlegen. Senilor. Er ist ein älterer Mann, der hier lebt. Hat er einen Weilord vorbeifliegen sehen. Ach so, das ist bestimmt die Libra gewesen. Hier war auch nichts mehr. Hier kommen wir schon über die Brücke. Ja, wir sind einmal durch. Haben einen Kampf noch vor uns und gehen jetzt erstmal nach Sofos. Hui. Jo. Hallo. Hallo, mein Junge. Wie bist du denn drauf? Nee. Was bist du doch für ein hübscher Trainer? Ich heiße Yola. Suchst du mich? Ach, du suchst Sofos. Du möchtest also meinen Mann treffen. Sprechen. Bist du denn vielleicht Belgium? Ja. Also, wie ich es mir dachte. Ach so, ja. Du bist Belgium. Wir haben dich schon erwartet. Yola, Yolanda. Yolanda hat mich schon, hat uns schon Bescheid gegeben. Du müsstest also die Herzen der Krypto-Pokémon öffnen. Mhm. Du hättest meinen Mann sehen sollen, als Yolanda von dir erzählte. Er war plötzlich Feuer und Flamme. Man braucht meine Hilfe, rief er und rannte davon. Ich weiß nicht wohin. Er ist noch nicht zurück. Da ist er ja. Yola, Liebes, wir sind fertig. Jetzt ist alles bereit für unseren Besucher aus dem Pokémon-Hauptlabor. Oh! Hallo, mein Schatz. Nee, hallo, mein Schatz. Unser Gast Belgium ist schon da. Du bist also Belgium. Wir haben dich schon erwartet. Ich heiße Sofos. Yolanda hat mir schon alles erzählt. Du weißt, dass ein Trainer das Herz eines Krypto-Pokémon ganz offen öffnen muss, um es zu erlösen. Dies lässt sich am besten erreichen, indem man viele Kämpfe bestreitet. Die Kryptoerlösung kann hier im Sanktuarium durchgeführt werden. Dazu musst du durch den Heiligen Wald. Ich gehe schon mal vor und warte auf dich. Mhm. Mein Mann ist so ungeduldig, aber du hast ihn ja selbst gesehen. In jungen Jahren war er der beste Trainer von allen. Aber das ist lange her. Und jetzt hat er nur noch Pikachu.
ONBS. Okay. Ach man, Steuerung. Wenn man nur ein bisschen zu früh nach links lenkt, dann hackt man einfach an der Wand fest. Ich glaube, ich tausche jetzt mal die Ursache aus, dann können wir mal die ersten anderen erlösen. Ich mag aber Pfiffchen lieber als die Liebe. Haben wir schon mal einen Hund oder einen Bär? Ach, du bist Belgium, von dem sofort gesprochen hat. Ich hörte, du kämpfst, um die Herzen von Pokémon zu öffnen. Von Krypto-Pokémon zu öffnen. Zum Sanktuarium geht es dort. Durch diese Höhle. Kämpf tapfer. Nummer Uno. Ich helfe dir bei der Krypto-Lösung deiner Krypto-Pokémon, indem ich gegen dich kämpfe. Bist du bereit? Nein. Wie? Du bist nicht bereit? Na gut, sag Bescheid. Doch, ich bin bereit. Ich habe gerade überlegt. Heinz. Den Namen haben die sich ja wirklich ziemlich eingedeutscht. Zickzacks und Kamau. Kamau wäre auch nice, wenn man das als Krypto-Pokémon fangen könnte. So ein Kamarupp wäre richtig geil. Wäre auch ein Boden-Pokémon und wäre ein Feuerattacken. Damit hätten wir die Wasserschwäche durch die Elektroattacken von Blitze abgewehrt. Und die Pflanzenresistenz gegenüber Elektro können wir dann durch Feuer besiegen. Nur bei Gestein hätten wir ein bisschen Probleme, aber da haben wir die Bodenattacken. Sollte nicht nahen. Das ist eine gute Kombi. Also Daumen drücken, dass wir vielleicht mal einen Kammer auffangen können. Giftzahn. Naja, erstmal ein bisschen. War natürlich zu erwarten, dass es nicht ausreicht. Aber egal. Ich vergesse, dass alle Kryptoattacken sehr effektiv sind und überlege gerade, was ich eingesetzt habe. Aua. Übrigens, das Knistern im Hintergrund ist Nervennahrung. Also nicht wundern. Oh, hoffentlich geht das so rum auch. Ja. Okay, 51. Und mal wieder gar nichts. Ach nee, Quatsch. Die Erfahrung wird ja wieder aufgerechnet. Hab ich ja ganz vergessen. Jetzt hätte ich ja schon ein Kolosseum ganz verdrängt. Aber hätte ich mit Teddy Ursa ja doch weiterkämpfen können. Sollen eigentlich sogar. Egal. Damit haben wir Heinz besiegt. Ich glaube nämlich nicht, dass ich Magnaien am Ende im Team haben will. Jetzt hat er doch oft wieder die Krypto-Pokémon im Kampf einsetzen. Ich hoffe, dein Krypto-Pokémon wird bald gerettet. Ja, hoffen wir alle, Kumpel. Ach nee, ist egal. Teddy Ursa hat ja auch schon am Anfang ein höheres Level als unser Evoli noch. Du bist Belgium, nicht wahr? So was hat mir erzählt, ja genau. Los geht's. Gleiches Prozedere, um zum Sanktuarium zu kommen wie im Kolosseum. Drei Gegner und sogar an der gleichen Stelle stehen. Nur diesmal sind keine Kryptoschergen, sondern einfach Leute. Ja, leider haben wir immer noch keine Elektroattacke. Mann. Noch kann man mit Biss ein Snubbull angreifen. Ein Snubbull ist hier noch normal. So enorm weh. Das war knapp.
Jetzt können wir sie noch mit Härtner jetzt wirklich weniger Schaden verursacht, wird mit Kryptoknall. Ein Flinch. Um mal sicher zu gehen, hätte ich natürlich tauschen können, weil ein Biss würde dann ein gehärtetes Krebsohr trotzdem besiegen. Und die wenig geben von Snowball. Naja, mal gucken. Noch 3 Level zum Donnerschock. Wurzel, na. Ja. Dingens geht auf die Verteidigung. Kryptoknall. Machen wir bald. Verdammt, egal. Der härtet sich ja eh nur, also macht er eh keinen Schaden. Ich hoffe, das nervt nicht, sonst schneide ich das raus. Habt ihr nie knistern gehört? Also wenn mich das, ich höre mir das ja immer an, wenn mich das in der Aufnahme nicht stört, dann ist okay. Aber wenn das wirklich ziemlich nervt, dann schneide ich das auch raus. Boah, Schaden immens. Tschüss, Krebskorps! Keiner weiß genau, wie man es richtig ausspricht. Geschrieben wird Krebskorps. Ausgesprochen im Anime wird es immer Krebskorps. Ohne PS. Wie wird es eigentlich wirklich ausgesprochen? Ich richte mich bei den meisten Namen eigentlich immer im Anime an. Außer bei Suikune. Beziehungsweise Suikun. Da bin ich nie sicher. Ach, ist dir übrigens schon aufgefallen, dass sich Krypto-Pokémon-Kampf manchmal mehr... Ah ja, ist mir schon aufgefallen. Hallo? Ja, bin ich bereit zu. Zita. Delle. Tuska und Schneckenmann. Wir Fitchen wohl noch geheilt bekommen. Bis jetzt war es ja noch nie im Kontra-Modus. Und ein Krypto-Knall hinterher. Mann, Pfiffchen, du bist schlecht. Bodeneis wäre aber auch ganz gut, so als Partner-Pokémon. Weil dann könnte man sich so nervige, gegnerische Boden-Pokémon vom Hals schaffen. Wenn so ein Erdbeben würde, Blitzer, glaube ich, immer one-hitten. Ja, doch, müsste... Okay, jetzt ist nur noch 3,5. 2,5. Level meine ich jetzt. Mhm. Auf einmal steht sie ganz woanders. Pokémon Herz versiegelt. Pokémon, aufgewacht, wird sein Herz sich nie öffnen. Achso, ja, ist klar. 2 Feuerheiler. Ist das eine Anspielung darauf, dass wir gleich einen Feuerkampf erleben? Manchmal bin ich ein alter, gewöhnlicher alter Mann, ein normaler Rentner. Aber in Wirklichkeit bin ich der legendäre Trainer. Gut, Sopos hat mich besiegt, aber nur er. Ich bin Vitus. Na, klar. Gut, Vitus. Sweeper wollte ich gerade sagen. Sepa und Abra. Ja, und Abra können wir jetzt mal one-hitten mit dem Biss.
Und sie passt auch nicht gerade stark. Ah ne, warte, zack, 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 zurück. So. Aber er hat 3 Pokémon. Das heißt, wenn Sepa nicht one-hitted wird, haben wir vielleicht die Chance. Ein Volltreffer und sehr effektiv. Das war mal vollkommen unnötig. Wir sind an die Franzosen gegangen. Unnötig. Oh, ein Knilz. Warum Sepa blicken uns alle? Vor allem Sepa, das eigentlich keine physischen Attacken drauf hat. So groß. Außer Tackle. Wenn sie überhaupt Tackle kann. Wow, nicht mal Two-Hit. Ich probier's mal so.